Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute sitze ich mal nicht auf dem Pferd, weil ich heute euch alle meine Pferde vorstellen möchte. Es wünschen sich immer so viele Leute, dass ich mal wieder ein Alle meine Pferde drehe. Das war ja damals mein allererstes Video auf YouTube und seitdem sind wirklich Tausende gefühlt dazugekommen. Deswegen werden wir das heute nochmal machen. Das wird ein etwas längeres Video. Ich habe ziemlich viele Pferde. Ich habe 2 Accounts. Aber ich würde sagen, wir arbeiten uns einfach Rasse für Rasse durch. Ich mache das nach dem Alphabet. Ja, und ich hoffe, das stillt eure Nachfrage nach diesem Video. Ja, ich werde euch auch ein bisschen meinen Senf dazu geben, welches Pferd ich gut finde und welches nicht. Und ich würde sagen, wir starten direkt, weil das wird ein bisschen dauern. Okay, let's go. Ja, beginnen wir mit den Achaltekinern. Da habe ich 3 Stück. Einmal hier den Apfelschimmel. Das ist die gute Pinky. Hat mir mal Celine Swords dann im Video gekauft. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Weiter geht es mit dem Falben Achaltekiner. Das ist Summer Rain. Habe ich schon sehr, sehr lange das Pferd. Und als letztes noch aus der 2. Generation den Palomino Achaltekiner namens Heaven. Die nächste Rasse sind die American Paint Horses. Da habe ich einmal den Falbschecken namens Nova. Außerdem den schwarz-weiß gescheckten namens Cloudfeather. Ich glaube, das war auch der erste, den ich mir von den neuen Paint Horses gekauft habe. Dann den Palomino-Schecken namens Vanilla Villa. Ich glaube, das Pferd war vom Geburtstagsevent. Und mein liebstes American Paint Horse. Und zwar dieser schwarz-weiße Schecke. Ich finde diese Scheckung wunderschön. Ich liebe ja schwarz-weiß gescheckte Pferde. Und der gute heißt Twinkle Star, haben wir in einem Stream gekauft. Dann habe ich noch welche aus der 2. Generation. Und zwar hier einmal den braun-weiß gescheckten namens Chip. Und last but not least nochmal dieser Schwarz-Weiß-Schecke in der 2. Generation. Ihr werdet noch sehen, ich liebe schwarz-weiße Schecken oder generell Schecken im Allgemeinen. Der gute hier heißt übrigens Nightlife. Die nächste Rasse sind die American Quarter Horses. Da habe ich einmal den Wild Spirit, das ist der Lichtfuchs, sowie den Blue Roan namens Ash. Ich glaube, das ist das Pferd aus der App. Und als letztes noch den Fliegenschimmel namens Lucky Charm. Mein Fazit zu den American Quarter Horses ist, sie sind okay. Die nächste Rasse ist Andalusia und ich glaube, da haben Leute deutlich mehr als ich, denn ich habe nämlich genau einen einzigen und zwar den klassischen Apfelschimmel Andalusia namens Silvermoon. Ich liebe dieses Pferd. Ich wünschte, es wäre noch nicht ausgelevelt. Das ist eins der schönsten Pferde, die es in diesem Spiel gibt. Und auch bei den Appaloosas sieht es bei mir ein bisschen leer aus, denn da habe ich nur den guten Little Hunter in dieser braunen Färbung mit dieser typischen Appaloosa-Zeichnung auf dem Rücken. Aber ich finde ihn wirklich wunderschön. Ich finde, dass Star Stable die Appaloosas wirklich mit am allerbesten gemacht hat. Die nächste Rasse sind die Araber. Da starten wir einmal mit einem ganz klassischen Rappen namens Classy. Auch ein wunderschönes Pferd. Und als nächstes noch der Rabicano. Ich glaube vom Reitsport-Event. Aber auch aus der 2. Generation habe ich noch einen. Und zwar den guten Stormforce. Das ist einfach ein brauner Araber. Sehr, sehr lange her, dass ich ihn gekauft habe. Und ich habe ihn wirklich geliebt. Direkt im Anschluss geht es noch weiter mit Araber Pintos. Da habe ich einmal hier die gute Sunset. Das ist so ein braun-weißer Schecke mit Schwarz in der Mähne. Finde ich sehr, sehr hübsch. Und dann habe ich noch sehr viele davon aus der 2. Generation, weil wir erinnern uns alle, es war mal das schnellste Jumpy-Pferd. Deswegen hatte ich davon sehr viele. Und zwar einmal hier die gute Wonder Beauty. Das ist der Falbschecke. Dann unsere gute Summer Song. Ich glaube, das ist mein allermeist gerittenes Pferd, was überhaupt hier in meinem Stall steht. Auch sehr viel geritten ist der gute Star Chase. Schwarz-Weiß-Schecke muss natürlich auch in meinen Stall. Und zu guter Letzt auch noch eins meiner liebsten Pferde, dieser, ja, ich würde fast sagen Fuchsschecke oder Lichtfuchsschecke namens Stardust. Weiter im Alphabet geht es mit dem Ardenner. Da habe ich einen einzigen und zwar diesen Lichtfuchs hier namens Sunnybell. Finde ich einen sehr süßen Namen und ich finde auch das Pferd sehr, sehr süß. Ich kann mir vorstellen, irgendwann nochmal mir einen Ardenner zu kaufen, aber bisher ist das der einzige.
kommen wir mal zu einer Ponyrasse und zwar die einzige mit A, nämlich das Assateague Pony. Hier seht ihr einmal meinen guten Penguin, der ist gerade noch in voller Ausrüstung, weil es gerade mein Chumpy-Pferd ist. Einen weiteren Schecken finden wir hier, das ist der gute Spark. Finde ich auch mega süß, diese Farbe, also dieses dreifarbig gescheckte. Und zu guter Letzt auch eins meiner ersten Pferde, die ich jemals gekauft habe, und zwar das Assateague Pony namens Limelight in ja, dieser Lichtfuchs-Scheckung. Kommen wir zu einer meiner liebsten Rassen und dem nächsten Buchstaben im Alphabet, und zwar das belgische Warmblut. Da fangen wir einmal an mit der guten Flower. Das ist der dunkelbraune Schecke. Wunderschön. Ich glaube, ich muss nicht noch einmal sagen, dass ich Schecken einfach über alles liebe. Weiter geht es mit dem, ich würde mal sagen, most iconic Pferd. Und zwar meiner ganz weißen Belgi-Stute Sky, die ja auch mein Profilbild und meinen Banner verziert. Kommen wir zum nächsten wunderschönen Belgi, und zwar der Apfelschimmel, Cloudcatcher. Wunderbar, wunderschön, was will man mehr? Ein weiteres Must-Have für mich sind natürlich die Rappen immer. Deswegen der gute Dark Dream, haben wir im Stream gekauft, ist ein wunderschönes Pferd. Ich liebe Rappen. Und der letzte im Bunde ist hier dieser Palomino, auch im Stream gekauft, namens Goldi. Auch wunderschön. Ich bin nicht der größte Palomino-Fan, aber ich liebe Belgis. Deswegen ist alles wieder super. Und weiter geht es mit dem Buchstaben C, und zwar den Clydesdales. Da besitze ich einmal den guten hier aus der App. Das ist mein Midnight Dancer, der braune. Finde ich eigentlich ganz süß, muss ich sagen. Als nächstes das erste Pferd, was mir im Stream gekauft wurde, und zwar Juicy Gate oder Juice Agate. Ja. Das ist dieser Red Roan Dappel Apfelschimmel. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Farbe sein soll. Ist jetzt auch nicht mein Favorite, aber wenn man es hat, kann man es auch mal reiten. Die nächste Rasse sind die Connemara Ponys. Da habe ich leider nur zwei, obwohl ich die wirklich sehr schön finde. Beginnen wir mit dem ersten, natürlich wunderbar, der Rappe. Und zwar die gute Jellybean, wurde mir auch im Stream gekauft. Und dann noch ein Pferd, was wirklich schon sehr lange in meinem Stall steht. Die gute Coffee Cup. Das ist so ein, ja, hellbraunes, falbiges Pferd. Sehr, sehr hübsch auf jeden Fall. Es folgt ein sehr umstrittenes Pferd, und zwar das Curly Horse. Da habe ich genau eins, und das ist das aus der App. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es immer ganz gerne gehabt. Ich bin gerne damit rumgeritten, aber ich glaube, er bleibt erstmal der Einzige hier drin. Eine weitere Rasse, von dem ich nur ein einziges habe, ist das Studmore Pony, und zwar das hier in ganz, ganz weiß. Finde ich wunderbar. Ich kann mir vorstellen, noch viele weitere zu kaufen. Aber jetzt muss erstmal der hier herhalten. Ebenfalls nur ein einziges habe ich tatsächlich von den Fjordis. Wahrscheinlich überraschend. Ich denke, viele Leute haben mehr von denen. Aber ich habe mir einfach den ganz klassischen hier gekauft. Und ich finde, das reicht auch. Kommen wir zu einer Rasse, die ich sehr, sehr mag. Und zwar die englischen Vollblüter. Und wir starten hier erstmal mit Diamond. Das ist ein Fliegenschimmel. Wunderbar. Ich glaube, beim Reitsport-Event gibt es den. Und ich finde den toll. Ja, kann man machen. Weiter geht's mit dem Cremello. Ich glaube, das ist auch das allerneueste Pferd, was ich hier im Stall stehen habe. Auch aus dem Stream. Bin kein großer Fan von Cremellos, aber die Rasse macht das Ganze wieder gut. Hier mein allererstes EVB, was ich mir jemals gekauft habe. Und zwar wieder der Rappe. Ihr seht, ich liebe einfach Rappen. Und deswegen kam der gute Darkspell als erstes in meinen Stall. Das nächste EVB ist dieses dunkelbraune hier namens Lady. Auch ein wunderschönes Pferd, bin ich viel zu selten bisher geritten. Muss ich auf jeden Fall mal wieder rausholen. Ebenfalls eins meiner ältesten Pferde ist das EVB in weiß. Es ist, glaube ich, kein Schimmel, das ist sogar ein Dominant White. Und das letzte aus der dritten Generation ist hier dieser ganz normale braune namens Maroon. Ist damals ein Partnerpferd im Club gewesen. Und ich finde, das ist auch wirklich ein Hingucker. Als letztes habe ich hier sogar noch eins aus der zweiten Generation. Nochmal das ganz, ganz weiße. Ich finde es wunderschön. Ich finde, die aus der zweiten Generation haben einfach ihren ganz eigenen Touch und gefallen mir sehr gut. Werden wahrscheinlich noch ein paar einziehen in der Zukunft. Ich liebe es. Eine weitere Rasse, die ich sehr gerne habe, sind die Finnpferde. Und da habe ich hier einmal den Sunny Boy. Das ist das Finnpferd aus der App. Das ist der braune. Eins meiner liebsten Pferde, bin ich so, so gerne geritten. Und der zweite im Bunde ist dieser Palomino namens Sunshine. Ja, auch mega schön. Ich bin die sehr gerne geritten. Deswegen sind die beiden einfach ausgelevelt. Unglaublich für mich.
Ja, weiter geht es mit dem friesischen Sportpferd. Da habe ich einmal hier diesen Rappen mit den weißen Abzeichen an den Beinen. Ich finde Rappen, die Abzeichen haben, immer deutlich schöner als die, die einfach nur schwarz sind. Deswegen ist es dieser hier geworden, der gute Royal Dancer. Und dann ein sehr seltener Anblick, nämlich ein Pferd aus der ersten Generation. Habe ich eigentlich fast überhaupt gar nicht im Stall stehen, weil ich die auch nicht besonders schön finde. Aber Broken Girl hat es hier reingeschafft, auch als Partnerpferd aus dem Club. Sonst hätte ich es mir niemals gekauft. Und wieder eine Rasse, bei der es eher überraschend ist, dass ich nur einen habe. Es ist das Gotland Pony, auch hier wieder der Rappe natürlich. Wenn ich mir ein einziges von der Rasse kaufe, dann meistens den Rappen. Das ist mein kleiner Nightstar, ich liebe ihn. Er hat mich durch so viele Championate getragen. Und ich kann mir vorstellen, auch noch viele weitere Gotland Ponys zu kaufen. Ein Klassiker, der natürlich nicht fehlen darf, sind die Haflinger. Da habe ich einmal hier meine kleine Marble. Das ist wohl der klassische Haflinger, wie man ihn kennt. Ich weiß gerade nur nicht, warum ich die Mähne so gemacht habe, aber anscheinend fand ich es besser. Und der zweite, den ich besitze, ist der Phoenix. Ja, auf jeden Fall auch sehr schön. Und ich fand, das sind so die zwei klassischsten. Deswegen habe ich mir diese beiden hier in den Stall gestellt. Kommen wir zu einer tollen Rasse, die ich auch so liebe. Und zwar der Hannoveraner der zweiten Generation. Ihr wisst, ich liebe auch graue Pferde unglaublich sehr. Und ich finde die zweite Generation einfach wunderbar. Ich bräuchte davon gar kein Remake. Dafür, dass ich den so liebe, brauche ich noch deutlich mehr davon in meinem Stall. Als nächstes kommen wir zum Irish Cob oder eben auch Tinker. Ja, das hier ist mein Tinker, der klassische Tinker in Schwarz-Weiß, gescheckt natürlich, der gute Midnight Strider. Und hier das zweite Pferd, was ich mir überhaupt jemals gekauft habe, ist der Apfelschimmel Irish Cob. Und ich muss sagen, ich finde ihn auch immer noch sehr, sehr süß. Es geht sehr, sehr süß weiter, und zwar mit den Isländern. Da habe ich einmal hier diesen, ja, Lichtfuchs würde ich es nennen, aber seit dem Winter-Event ist noch so ein anderer drin, der mehr aussieht wie ein Lichtfuchs, deswegen wahrscheinlich einfach ein Fuchs. Ich finde dem seine Farbe sehr außergewöhnlich, deswegen mag ich ihn sehr gerne. Dann noch ein Isländer, der mir im Stream gekauft wurde, der gute Jule. Auch ein Schecke, ich liebe Schecken. Kann man nicht meckern. Und natürlich noch einer aus der zweiten Generation. Und wer hätte es gedacht, es ist der schwarz-weiße Schecke. Sehr, sehr gut für Chumpies. Ich müsste mir auf jeden Fall noch mehr davon holen. Kommen wir zum Jorvikschen Friesen. Da haben wir einmal den ganz normalen schwarzen, damals für die Dressur im Club gekauft. Das ist mein Phantom Winner und ich finde ihn, ja. Ja, ich bin leider nicht der größte Fan von den neuen Friesen. Da finde ich die Generation 2 sogar besser, aber es ist, wie es ist. Ich habe mir davon aber auch noch einen gekauft, weil ich halt Schecken liebe. Habe ich mir hier noch so einen gefleckten gekauft. Ein bisschen unrealistisch, weil es gibt halt Friesen nicht unbedingt in diesen Farben. Aber die Farbe gefällt mir. Deswegen ist Thunderstorm in meinen Stall eingezogen. Es geht klein weiter. Und zwar haben wir hier einmal die Jorvikschen Ponys. Wir starten mit diesem Windfarbenen. Das ist das aus der App. Ich finde, das ist das coolste von allen. Und ja, sollte man sich auf jeden Fall holen, wenn man Bock auf so einen Pony hat. Finde ich besser als die, die es hier im Spiel gibt. Sein Name ist übrigens Silver Comet. Dennoch habe ich auch welche, die es hier gibt. Und zwar einmal diesen wundervollen Schimmel. Das war tatsächlich mein allererstes Pferd, direkt nach meinem Anfangspferd. Mein kleiner Sugar Cloud. Und last but not least muss er natürlich auch wieder ein Schecke einziehen. Und der einzige Schecke neben diesem Falbschecken, den es eben gibt, ist der Apfelschimmel-Schecke namens Hallo. Das Pferd habe ich damals auch in einem Video gekauft, wegen diesem witzigen Namen. Als nächstes haben wir hier die Jorvikschen Urpferde. Das hier ist so das allererste, was jemals davon überhaupt rauskam. Und den habe ich mir gekauft, nämlich mein Onyx Hunter. Weiter geht es hier mit Blue Moon. Das ist auch ein Urpferd, dieses weiße mit blau. An sich finde ich das sehr, sehr hübsch. Aber irgendwie weiß ich nicht, was ich dem anziehen soll. Deswegen reite ich das kaum. Wenn ihr ein gutes Outfit für dieses Pferd habt, bitte immer her damit. Und das letzte Urpferd ist der gute Tiger Soul. Der Name ist Programm, das Pferd ist getigert. Dem habe ich mal diese komische Frisur hier gelassen. Vielleicht ändere ich das demnächst mal. Aber von den Farben her gefällt der mir eben auch sehr, sehr gut. Ein Pferd, was man wirklich nicht vergessen darf und mit dem ich das meiste erlebt habe, ist natürlich mein Anfangspferd Moonfighter. Ja, ich weiß nicht, er ist so süß. Ich wünschte, es gäbe noch einen Anlass, mit dem viel rumzureiten, aber
gibt es aktuell leider nicht. Weiter geht es mit meinem Knappstrupper. Da habe ich auch nur diesen einen im Stall stehen, aber ich finde ihn wirklich sehr, sehr hübsch, auch wenn viele Leute die Knappstrupper nicht mögen. Ich mag sie und ich mag meinen Hotspot. Weiter geht es mit wieder etwas moderneren Pferden und zwar das KWPN oder Dutch Warmblood. Da haben wir hier einmal ganz klassisch den braunen. Das ist mein Royal Rebel. Wunderschön. Außerdem natürlich das Community-Pferd und zwar der KWPN Dunkelfuchs. Auch ein wunderhübsches Pferd. Ich liebe ihn einfach, weil er unser Community-Pferd ist. Und der letzte, der wurde mir im Stream gekauft. Das ist Robin Hoof. Witziger Name auf jeden Fall. Das ist der Apfelschimmel. Finde ich sehr, sehr hübsch, aber ich finde wirklich jede Farbe von den KWPNs einfach nur toll. Und ich sehe gerade, der hat einfach Gamaschen an, die ich die ganze Zeit gesucht habe. Meine Güte. Als nächstes haben wir die Lipizzaner. Da wohnt in meinem Stall ganz klassisch der ganz weiße namens Master. Finde ich sehr hübsch, reite ich sehr gerne. Aber noch lieber reite ich diese Lipizzaner tatsächlich in der zweiten Generation. Ja, und auch hier habe ich einmal diesen ganz weißen namens Milky. Und dann hier den Fliegenschimmel namens Quest. Finde ich sehr, sehr schön. Ist, glaube ich, mein liebstes von den allen. Und als letztes hier den grauen, auch ein bisschen apfelschimmelmäßig, namens Blaze. Weiter geht es mit meinen beiden Lusitanos. Da habe ich hier einmal diesen ganz normalen braunen namens Riverwind. Auch ein Pferd, was schon sehr, sehr lange hier in meinem Stall steht. Und dann habe ich noch den Fliegenschimmel namens Rising Star. Der ist meiner Ansicht nach vom Reitsport-Event und den habe ich mir mal in der Nacht- und Nebel-Aktion gekauft. Am letzten Tag vom Reitsport-Event irgendwann mal. Die nächste Rasse sind die Mavaris und die mag ich eigentlich auch sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich davon 3 Stück und zwar einmal den Schimmel, die gute Angel. Dann mein erster Mavari, hier dieser, ja, Palomino würde ich mal sagen. Desert Light, auch ein wunderschönes Pferd, bin ich sehr, sehr gerne geritten. Und natürlich darf auch hier der Schecke nicht fehlen. Und zwar ist das dieser braune Schecke, ich finde die Scheckung wunderschön. Und der gute heißt Royal Soul. Es geht weiter mit den Morgans. Da habe ich einmal hier den guten Shadow. Ja, das ist der windfarbene, ich finde ihn sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ich habe letztens gesehen, dass es irgendwie viel Kritik über die Morgans gab. Aber ich habe nichts an denen auszusetzen, ich finde die mega toll gemacht. Dann habe ich als nächstes hier noch den guten Ice-Tea. Ich weiß gerade nicht, wie man diese Farbe nennt. Ich würde jetzt mal sagen Lichtfuchs, aber ich mag ihn sehr gerne, denn ich bin dieses gleiche Morgan in der zweiten Generation auch schon sehr gerne geritten. Hier seht ihr es, das Ganze nochmal in der zweiten Generation und zwar meine gute Summer Dream. Und auch hier darf der Rappe nicht fehlen. Ich glaube, das sind gerade die Chumpy-Pferde des Vertrauens. Ja, und das ist hier mein Rappe namens Onyx. Wir machen weiter mit den Mustangs. Ja, und natürlich habe ich auch hier wieder den Rappen gekauft. Das ist mein guter Freedom Seeker. Und ja, die Mustangs sind einfach mega toll gemacht worden. Genauso toll finde ich auch hier diesen Mustang, der, ja, braun-weiß gescheckte, wieder mit Schwarz in der Mähne, namens Coco Love. Der wurde mir auch im Stream gekauft und ich bin sehr, sehr happy damit. Und auch aus der zweiten Generation habe ich hier ein paar Mustangs in meinem Schrank, wollte ich gerade sagen, in meinem Stall. Ja, da haben wir einmal hier den Rappen wieder und zwar Agathe Power oder I Got The Power hat mir die gute Toni im Stream gekauft. Und das hier war mein allererster Mustang, hier dieser Blue Roan namens Ash Rain. Ich finde Blue Roan oft sehr schön und bei ihm eben auch. Ja, ein Pferd, was ich eben einfach habe und mir nicht gekauft habe, sondern ja, tatsächlich geschenkt bekommen habe von Star Stable, ist hier der gute Runenläufer. Gott sei Dank ausgelevelt. Ich mag dieses Pferd überhaupt nicht. Das gefällt mir nicht. Ich mag nordschwedisches Kaltblut nicht. Und deswegen, ja, das ist nicht so mein Fall. Die nächsten Pferde sind die Passofinos. Da habe ich jetzt einmal hier diesen Rappen. Ja, ich liebe Rappen. Habt ihr das jetzt endlich mal mitgekriegt? Wie ich dieses Pferd gekauft habe, ist unglaublich. Und zwar, ich war auf der Arbeit und ich habe es am iPad gekauft, weil Star Stable hat diese Pferde mal eine Woche früher released als eigentlich geplant. Und da habe ich mir eine Woche vor Release ganz schnell auf der Arbeit dieses Pferd gekauft, weil die haben diesen Bug natürlich direkt wieder rausgenommen. Dann ein Passofino, der mir im Stream gekauft wurde, der gute Potato Boy. Also immer wenn die Namen ein bisschen komisch sind, wisst ihr, dass mir Leute die im Stream gekauft haben. Das ist der Falbe. Ja, ich glaube, das ist jetzt mal ein richtiger Falbe mit auch diesem Aalstrich obendrauf. Ja, finde ich ganz süß. Mag ja diese Rasse auch sehr gerne, deswegen ist das alles im Rahmen. Und last, aber wirklich nicht least,
ist dieser wunderschöne Apfelschimmel hier. Ich finde dem seine Farbe irgendwie sehr, sehr unique und interessant. Kann man auf jeden Fall mal machen. Und er heißt Brilliant. Und auch Percherons dürfen in meinem Stall nicht fehlen. Da habe ich hier einmal diesen hier, ich meine aus der App, und zwar dieser Seal Bay namens King, auch in meinem Intro vorzufinden. Ich mag die Percherons eigentlich sehr gerne. Ich finde deren Mähne und Schweif allerdings so ein bisschen komisch, aber ansonsten auf jeden Fall ein gutes Pferd. Und dann habe ich mir hier noch den Apfelschimmel von den Percherons gekauft. Mal mit dieser besonderen Frisur. Gefällt mir jetzt auch nicht so krass. Aber Ash Prince ist auf jeden Fall von der Farbe her ein wunderschönes Pferd. Auch in meinem Stall findet man natürlich das Seelenross namens Soul Gift. Ja, das ist ein kostenloses Pferd mal gewesen in 2021 oder so. Mittlerweile kostet es was am Geburtstagsevent. Und ich finde die Farbe an sich sehr schön. Aber ich finde, Star hat zu viel mit diesen Urpferden gemacht. Die sind leider ausgelutscht und ich hätte mir eine andere Rasse als Geburtstagspferd gewünscht. Dann haben wir hier eins meiner allerneuesten Pferde, nämlich das wundervolle Sel Français. Ich finde das mega, mega schön und natürlich ist auch hier wieder der Rappe geworden. Ich habe ihn Midnight genannt, passt zu seiner Farbe und ist auf jeden Fall eine warme Empfehlung von mir, dieses Pferd. Das nächste Pferd ist ein Shire Horse. Ja, davon habe ich tatsächlich nur ein einziges. Und zwar dieses Graue hier. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, diese Farbe. Und zu der Farbe passend heißt der Gute auch Koala Bär. Ja, kommen wir zu einer meiner liebsten Rassen in diesem Spiel. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, Starsaber hat dieses Pferd am allerbesten und am schönsten umgesetzt. Und die Rede ist vom Tennessee Walking Horse. Da habe ich hier immer diesen Blue Roan. Ich glaube, der wurde mir auch im Stream gekauft. Ich finde ihn aber wunderschön und hätte ihn mir auch selber einfach gekauft. Das hier ist Wind Dust. Dann mein Liebster. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr ja raten, welche Farbe der hat. Richtig, es ist der schwarz-weiße Schecke. ja, das ist mein Masked Man. Ich finde den Namen cool, man kann ihn nur echt schwer aussprechen. Aber Masked Man, ich finde dich wunderschön. Und ich hoffe, ich steige bald mal wieder auf. Und die nächste Farbe, die werdet ihr auch raten können. Und als die auf dem Bazar waren, konnte ich einfach nicht Nein sagen zu meiner Lieblingsfarbe, dem Rappen mit Abzeichen. Und so ist auch das dritte Tennessee Walking Horse Shadow Dancer in meinem Stall gelandet. Ja, liebe ich. Ein Pferd, was ziemlich vergessen ist, ist auf jeden Fall der Trakehner. Habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen und habe meinen auch schon sehr lange nicht mehr rausgeholt, weil er eben ausgelevelt ist. Aber es handelt sich hierbei um diesen Fuchs. Ich finde den immer noch sehr, sehr schön. Ich fand damals seine Farbe sehr, sehr ausgefallen. Und deswegen finde ich den auch nach wie vor sehr, sehr schön. Meinen guten Red Rain. Kommen wir nochmal zu einem Pony. Und zwar dem Welsh Pony. Ja, das hier ist mein kleines, also wirklich sehr kleines, fällt mir gerade auf. Welsh Pony Chocolate in der Farbe Dunkelfuchs. Finde ich mega süß. Das sind tolle Pferde und ich kann mir sehr gut vorstellen davon, noch das ein oder andere mehr in meinen Stall zu stellen. Ja, die normalen Pferde sind jetzt vorbei. Es geht weiter mit den ganzen magischen Pferden. Da beginnen wir jetzt einfach mal mit Moonlight. Das ist das Isla und es sieht unverwandelt so aus. Ein schönes Grau. Direkt gegenüber finden wir das Brinnacle. Ja, das ist so ein Eispferd. Ich weiß nicht, wieso ich das mal gekauft habe, aber ich habe es gekauft. Und das ist in der normalen Version ein Blue Roan. Ich finde diese Mähne wirklich schrecklich, aber ich habe es Gott sei Dank irgendwann mal ausgelevelt. Ein sehr hübsches magisches Pferd finden wir hier. Das ist Antea. Ja, diese verwandelte Form ist jetzt nicht so meins, aber die unverwandelte Form ist wirklich sehr, sehr hübsch. Auf dem Modell vom Halflinger so ein, ja, dunkles Red Roan. Ja, ein weiteres Pferd auf dem Modell des Halflingers finden wir hier. Diese Pferderasse heißt Audra und ich habe das Witchy genannt, weil es ist so ein bisschen an Hexen angelehnt. An dieser Form ist das mir viel zu viel und ich würde es nie so reiten, außer vielleicht an Halloween. Aber die verwandelte Form ist einfach ein wunderschönes schwarzes Pferd mit weißen Flecken. Und wir wissen alle, das liebe ich. So, gehen wir mal zu Maya hier rein in den Stall. Das ist mein magisches Passofino Fox Eye. Auch in dieser verwandelten Form nicht mein Fall. Aber in der unverwandelten ein wunderschöner Lichtfuchs. Diese magische Rasse heißt übrigens Calder. Ich glaube, man erkennt langsam ein Muster, und zwar, dass ich die Pferde nicht aufgrund ihrer verwandelten Form kaufe. Genauso ist es hier mit
Birkir, verwandelt einfach so ein komischer Baum, aber unverwandelt ein wunderschöner schwarz-weißer Schecke. Da kann ich nicht Nein sagen. Dann habe ich hier ein Pferd, was sich leider nicht verwandelt. Ich wünschte es. Es ist auch irgendwie nicht wirklich magisch, aber ich wusste nicht, wo ich das anders reinpacken soll. Das ist Ember Spark aus dieser kurzen Serie, die es mal gab von Star Stable. Und das ist wirklich ein absoluter Fehlkauf. Es ist aus dem Grund ein Fehlkauf, dass ich überhaupt kein einziges Outfit habe, was auf dem Pferd auch nur ansatzweise gut aussieht. Ja, wenn wir gerade schon bei Fehlkäufen sind, das hier ist jetzt auch nicht wirklich das Wahre. Das ist Dorcha. Habe ich damals auch nur wegen der unverwandelten Form gekauft, aber selbst die finde ich jetzt persönlich nicht so den Wahnsinn, gerade wegen diesem Zeugs in der Mähne und Schweif. Aber ich habe jetzt eben meinen Bluebird hier drin stehen. Dann ein Pferd, worauf wir lange gewartet haben, und zwar das Einhorn in Star Stable. Das gab es mal im Winter-Event. Ich finde das sehr, sehr hübsch. Unverwandelt, ja, sehr, sehr unspektakulär. Einfach so ein Schimmel. Dieses Pferd heißt übrigens Einhorn Silvan. Und ich habe es kreativerweise Unicorn genannt. Ich habe auch noch ein schwarzes Einhorn. Die Rasse heißt Tynan oder Tynan. Dieses Pferd finde ich in der verwandelten Form besonders hübsch. Unverwandelt auch. Sehr glänzend, nicht ganz so spektakulär, aber auf jeden Fall ein Pferd, was ich sehr, sehr gerne reite. Kommen wir zum tatsächlich magischen Urpferd meiner Nebula. Die Rasse heißt Duskgrim. Das ist von Halloween und ich finde die unverwandelte Form wirklich sehr, sehr schön. Und das ist ein sehr schönes Cremello, deswegen habe ich ihn gekauft. Ja, bei manchen Pferden weiß ich wirklich nicht, was in mich gefahren ist. Aber hier haben wir Obsidian Effekt. Das ist ein Erinys. An sich finde ich ihn gar nicht so schlimm. Was ich nur wirklich schlimm finde, ist, dass hier in der unverwandelten Form das zwar so ein schönes Steel Bay wird, aber es in seiner Mähne immer noch dieses Lila hat, was mich dazu zwingt, dieses Pferd immer mit einem lilanen Outfit zu tragen. Und das nervt mich einfach. Hier auch was ganz Interessantes. Ich glaube, diese Rasse heißt Faramavr. Wahrscheinlich spreche ich das falsch aus. Es ist ein Drachenpferd und es ist komplett crazy. Ich weiß nicht, wieso man sich sowas kaufen würde. Außer es geht halt um die unverwandelte Form. Und die finde ich ehrlich gesagt auch nicht so schön. Es ist Friesenmodell, Grollo oder wie man diese Farbe nennen möchte. Ist leider nicht mein Fall. Sorry, lieber Dusty, ich mag dich trotzdem. Jetzt wieder was sehr Cooles. Das ist ein magisches Paint Horse. Diese verwandelte Form, das ist mir immer zu viel, das ist zu bunt, zu viel Horn und so. Aber ich habe ihn gekauft, weil die unverwandelte Form wirklich sehr schön ist. Es ist ein brauner Schecke. Diese magische Rasse heißt übrigens Laverna und meins habe ich danach dann Lavender genannt. Ja, kommen wir wieder zu etwas Spektakulärem. und zwar der magische Achaltikina. Kampos heißt diese Rasse. Unverwandelt, okay. Deswegen habe ich ihn mir gekauft. Muss nicht sein, Leute. Muss nicht. Hier haben wir nochmal ein magisches Winterpferd auf dem Curly Horse Modell. Finde ich ganz süß eigentlich. Ich weiß gerade gar nicht, wie der unverwandelt aussieht. Okay. Unverwandelt sieht das Ganze so aus. Die Rasse nennt sich Heidrun und ich habe das Pferdchen Northwind genannt. Dann habe ich hier ein Halloween-Pferd. Das ist das Wood Ear. Verwandelt sehr, sehr wild, für Halloween ganz cool. Unverwandelt allerdings sehr, sehr einzigartig und ich mag das ganz gerne. Das ist mein guter Silent Rain. Hier wieder ein Klassiker und zwar die Rasse Umbra. Ich habe sie Shadowway genannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Hype ist ein bisschen groß um diese Pferde. Unverwandelt sieht das so aus. Es ist süß. Aber auch hier stört mich einfach, dass die Mähne mir vorgibt, dass ich das Rot anziehen muss. Ja, würde ich jetzt im Nachhinein wahrscheinlich nicht nochmal kaufen. Und ja, das Andalusia-Modell ist natürlich trotzdem sehr schön. Dann habe ich hier ein Pferd, was ich jetzt nicht so gerne mag. Aber ich muss sagen, es ist halt sehr, sehr iconic. Und irgendwie muss man so ein Pferd im Stall stehen haben. Das hier ist mein Winfell namens Stargazer. Unverwandelt extrem unspektakulär, einfach nur grau. Es ist, wie es ist, man muss es mögen. Ein weiteres Halloween-Pferd ist dieses magische Quarter Horse. Ein verwandelt finde ich das ein bisschen schwierig. Diese Rasse heißt Tomb Hoof. Ich hoffe, das passt. Aber ich muss sagen, die unverwandelte Form finde ich sehr, sehr spannend. Schwarz-weiß, wir kennen es, ich liebe es. Ein Pferd, was ich ganz gerne reite tatsächlich. Als wäre eins von diesen Fischpferden nicht genug gewesen, habe ich natürlich noch eins. Keine Ahnung, was in mich gefahren ist.
Wahrscheinlich ging es mir um diese unverwandelte Form. Ich find's okay, ne? So schön finde ich es dann auch wieder nicht. Die Rasse nennt sie übrigens Tellina. Hier haben wir wieder was ganz Cooles, muss ich sagen. Das ist so ein Winter-Araber gewesen. In Unverwandelt finde ich den sehr, sehr cool. Eine sehr, sehr einzigartige Farbe. Mein guter Superstar in der Rasse Schneetänzer. Ja, und dann haben wir hier noch das. Ja, Butterfly, wunderschöner Name für ein nicht so schönes Pferd. Diese Pferderasse nennt sich Solas. Und in Unverwandelt könnte es schön sein, hätte es nicht diesen Quatsch in der Mähne. Ich weiß nicht, warum ich es mir gekauft habe, aber es ist hier. Es ist da, deswegen stelle ich es euch vor. Butterfly, kauft es euch nicht. Außer ihr liebt's. Außer ihr findet diese Farben mega. Kommen wir zum allerletzten Pferd auf diesem Account. Und zwar ist es dieses Shire Horse hier. Ja, die Rasse heißt Nemain. Ich habe es Fire Runner genannt. Und ja, diese verwandelte Form ist natürlich jetzt nichts für mich. Aber unverwandelt ist das ein wunderschöner Rappe. Und da sage ich nicht nein. Ich finde es tatsächlich ein sehr hübsches Pferd. Und ja, ich würde sagen, wir wechseln auf meinen zweiten Account. Da geht es nochmal rund mit den Pferden. Und ich hoffe, bis hierher hat es euch gefallen. Und wir sehen uns gleich auf dem anderen Account wieder. So, da wären wir auf meinem zweiten Account, Song Cherry Moon. Hier machen wir das Ganze genauso. Einfach das Alphabet einmal durch. Und deswegen fangen wir direkt an mit den American Paint Horses. Da habe ich hier auf diesem Account einmal noch den guten Rocky. Das ist der Fuchsschecke. Auch ein wunderschönes Pferd. Und als zweites habe ich hier noch den guten Copper. Das ist so ein grauer Schecke. Also diese Farbe, keine Ahnung, wie man das nennt. Aber den habe ich, glaube ich, mal bei irgendeiner Challenge gekauft. Gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. Und auch hier habe ich einen American Quarter Horse. Das ist irgendwie so ein brauner mit so tigermäßigen Streifen. Keine Ahnung, wie diese Scheckung heißt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Auf jeden Fall habe ich den guten Falcon genannt. Auf diesem Account habe ich ebenfalls nur einen einzigen Andalusier. Und das ist dieser wunderschöne Schimmel hier namens Ice Princess. Finde ich neben dem Apfelschimmel wirklich die schönste Variante der Andalusia. Habe ich mal bei einer Challenge gekauft und ist auf jeden Fall eins meiner Liebsten geworden. Auch hier erkennt man auf jeden Fall meine Liebe zu schwarz-weißen Pferden, denn der Appaloosa auf meinem zweiten Account ist dieser wunderschöne schwarz-weiße. Es ist nicht das Galaxy, das ist tatsächlich der normale, aber das Galaxy, das werde ich mir, glaube ich, auch nochmal irgendwann kaufen müssen. Die nächste Rasse sind die Araber. Da habe ich hier einmal diesen Palomino-Araber namens Sandstorm. Ich glaube, das war wirklich der erste von den neuen, die ich mir gekauft habe, auch im Video. Als zweites habe ich noch eins vom, ich glaube, Reitsport-Event müsste das auch sein. Ich dachte immer, das heißt Forellenschimmel, aber man muss ganz ehrlich sagen, man findet echt wenig dazu im Internet, wie diese Fliegenschimmel mit rötlicher Scheckung heißen. Ich nenne es deswegen jetzt einfach mal Fliegenschimmel. Das ist mein guter Mastermind und ich finde die Farbe wirklich sehr, sehr gelungen. Aber auch ein Araber Pinto darf nicht fehlen. Und da habe ich, Überraschung, den schwarz-weiß gescheckten. Das ist Stargazer und den habe ich tatsächlich auf beiden Accounts. Weiter geht es mit dem belgischen Warmblut. Da habe ich hier natürlich auch eins stehen. Und zwar ist das hier meine gute Pepper in wirklich einfach Pfefferfarben. Keine Ahnung, wie man das nennt. Ich würde mal sagen, vielleicht ein Sommerrappe. Auch kein richtiges Steel Bay, von daher ja, meine gute Pepper. Ein Clydesdale hat es auch geschafft auf diesen Account und ich finde das sehr, sehr cool. Und zwar ist das hier dieser Schecke in Braun und Weiß mit schwarzer Mähne. Also das finde ich tatsächlich das coolste Clydesdale von allen, die es gibt. Und deswegen bin ich froh, dass der gute Lucky hier in meinem Stall steht. Und auch ein englisches Vollblut darf nicht fehlen. Deswegen habe ich hier den guten Pumpkin Pie. Das ist der Fuchs aus der App. Ich finde, der könnte ein bisschen eine schönere Farbe haben. Der ist mir ein bisschen zu lila-stichig. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Trotzdem ein hübsches Pferd. So, mit Finn-Pferden ist es auf diesem Account ein bisschen eskaliert. Wusste ich selber nicht. Aber ihr werdet sehen, ich habe hier einfach 4 Stück nochmal. Und wir beginnen mit dem Dunkelfuchs. Das ist die Aurora. Habe ich mal für ein Video gekauft. Ich glaube, irgendwie die meisten Finnpferde habe ich mal für Videos gekauft. Die Farbe finde ich jetzt persönlich nicht so. Wunderschön finde ich allerdings hier diesen Rappen. Hätte ich gerne auf dem Main-Account, habe ich mir damals aber auf dem zweiten Account gekauft. Für alle, die sich gewundert haben, wo vorhin der Rappe bei den Finnpferden war. Hier ist er. Mein guter Moonwalker. So, dann habe ich hier noch einen normalen Fuchs. Und zwar der gute Bubble. Auch ein bisschen zu lila-stichig. Hat aber schöne Abzeichen an den Füßen. Und als letztes noch ein sehr, sehr schönes Finnpferd. Und zwar der Apfelschimmel namens Starboy.
Das ist mein neuestes Finnpferd und ich finde es auch wirklich sehr hübsch. Ein friesisches Sportpferd hat es tatsächlich auch irgendwie hierher geschafft. Und nein, nicht in Generation 2, sondern in Generation 1. Keine Ahnung, hundertprozentig mal wegen einem Video gekauft. Wahrscheinlich irgendwie eure Hasspferde oder so, weil ja, ich bin jetzt auch kein großer Fan davon. Das Ganze heißt Old Soul, weil es halt einfach uralt ist. Kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, aber es ist nun mal hier. Und auch auf diesem Account habe ich nur ein einziges Gotland Pony. Und das ist meine kleine Poppy in der Farbe Lichtfuchs mit den kleinen süßen Schleifen. Also wirklich an Süßheit nicht zu übertreffen. Als nächstes haben wir hier mein Irish Cob. Das ist so ähnlich wie das auf meinem Main-Account. Allerdings sind die Flecken nicht schwarz, sondern so dunkelbraun. Und dieses Pferd heißt Night Strider in Anlehnung an mein Pferd auf dem anderen Account namens Midnight Strider. Als nächstes mein Isländer. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe mir meine Lieblingsfarbe von dem Isländer auch tatsächlich auf dem zweiten Account gekauft. Ja, es ist natürlich der schwarz-weiße Schecke, was auch sonst, mein guter Swiftie. Ich hätte ihn gerne auf meinem Account, aber immerhin habe ich ihn hier. Die nächste Rasse sind die Jorvikschen Friesen und da habe ich einmal hier diesen braunen, ich bin kein großer Fan von, habe ich in dem Video gekauft und auch der Name wurde auch in dem Video irgendwie zufällig ausgewählt, deswegen heißt der gute Spotlight Dreamer. Und ja, natürlich darf der schwarz-weiße Schecke nicht fehlen. Hier ist er. Mein guter Phönix. Ja, das Jorvikische Pony ist das nächste Pferd und ich glaube, der kommt euch bekannt vor. Ja, ich habe dieses weiße Pony einfach auf beiden Accounts. Auf jeden Fall heißt der Gute hier Snowman und chillt einfach sein Leben hier in meinem Stall auf dem zweiten Account. Als zweites habe ich noch ein sehr schönes, wie ich finde, hier und zwar den Dunkelfuchs namens Nacho. Und ein unverzichtbares Pferd, nämlich das Anfangspferd, ist hier auf diesem Account ein Lichtfuchs namens Money Magic. Dazu muss ich sagen, dieses Pferd habe ich tatsächlich nicht selber benannt. Sonst hätte das diesen Namen definitiv nicht. Ja, wie vorhin schon gesagt, die Knappstrupper finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Das hier ist der gute Chocolate Chip und ich finde diese Farbe irgendwie einfach witzig. Keine Ahnung, ob es solche Pferde wirklich gibt, aber der sieht einfach aus wie ein Chocolate Chip. Und da ich den so hübsch finde, musste Chocolate Chip einfach bei mir einziehen. Bei dem Buchstaben K darf natürlich auch das KWPN nicht fehlen. Und da habe ich auch auf diesem Account eins. Und zwar handelt es sich dabei um diesen wunderschönen Fuchs. Die Farbe finde ich wirklich sehr gelungen bei den KWPNs. Und deswegen ist Foxy hier auf meinem zweiten Account eingezogen. Auch ein Lipizzaner darf hier nicht fehlen. Und das Gegenstück zu dem ganz weißen auf meinem Main-Account ist der ganz schwarze auf meinem zweiten Account. Das hier ist der Rappe. Ich finde, er hat ein sehr schönes Schwarz. Und der Gute heißt Demon. Bleiben wir bei Schwarz, bei meinem Lusitano von diesem Account, denn auch hier habe ich den Rappen, den finde ich wirklich, wirklich sehr schön, hätte ich tatsächlich auch lieber auf dem Main Account, den würde ich tatsächlich gerne noch weiter reiten. Kommen wir zu den Mavaris, davon habe ich auch nur eins und zwar diesen normalen braunen hier namens Royal Blood, auch angelehnt an meinen Mavari auf dem Main Account Royal Soul. Ich finde ihn sehr, sehr hübsch, kann man auf jeden Fall machen. Ich bin ein Mavari-Fan. Weiter geht es mit MV Morgan und da habe ich hier diesen Rabicano. Bin mir ziemlich sicher, dass das der aus der App ist. Finde ich sehr, sehr schön, eine der schönsten Farben von denen. Deswegen hat mein Flash hier auch einen berechtigten Platz in meinem Stall. Und auch auf diesem Account brauche ich ein chumpy, tüchtiges Pferd. Deswegen habe ich hier noch den grauen Generation 2 Morgan namens Ghost. Habe ich mir zwar mal für ein Video gekauft, aber er hat sich als sehr nützlich entpuppt. Die nächste Rasse sind die Mustangs und da habe ich hier auch ein wundervolles Exemplar stehen. Und zwar diesen wunderhübschen Tigerschecken namens Fresh Air. Hätte ich auch sehr gerne in Real Life. Ich glaube, man freut sich jeden Tag, so ein schönes Muster zu sehen. Und weiter geht es mit den Percherons. Da habe ich hier tatsächlich einfach diesen ganz normalen braunen. Ich finde ihn ein bisschen langweilig, aber es ist nun mal, wie es ist. Ich habe mich damals für den entschieden und er heißt Jasper. Die nächste Rasse sind Welsh Ponys. Da habe ich hier einmal diesen Generation 2 Palomino. Finde ich echt immer noch ganz süß. Er heißt Sunny Boy. Kann man auf jeden Fall mal machen. Aber ein Palomino Welsh ist nicht genug. Deswegen hier auch nochmal aus der dritten Generation der Palomino. Ich glaube, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich auf dem Account zweimal den Palomino gekauft habe. Aber auch den finde ich sehr süß und er sieht schon anders aus als der Generation 2 Palomino. Deswegen ist der gute Morning Light auch hier in meinem Stall. Eine Rasse, die gerade nicht fehlen darf, ist auch das Sel Français. Da habe ich mir auf diesem Account auch eins gekauft. Und zwar dieses ganz klassische braune hier.
Ja, manchmal finde ich die klassischen braunen langweilig, aber manchmal finde ich die auch einfach sehr, sehr schön. Ein sehr, sehr wunderschönes Pferd. Mein Sunshine. Ja, kommen wir zu den magischen Pferden, beziehungsweise zu dem einen magischen Pferd, weil ich habe auf diesem Account tatsächlich nur ein einziges magisches Pferd. Hat mich gerade selber gewundert, aber es ist anscheinend so. Und ihr seht auch schon den Namen. Es handelt sich um Rainbow. Ja, Rainbow hat die Rasse Prisma und das ist auf dem Appaloosa-Modell. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie schön ich dieses Pferd finde, sowohl in der verwandelten Form, auch wenn ich so wahrscheinlich nicht rumreiten würde, als auch in der normalen Form. Also das hat es mir wirklich angetan. Deswegen habe ich mir das direkt beim Regenbogen-Festival gekauft. Hätte auch eigentlich einen Platz auf dem Main-Account verdient, aber hier ist er natürlich auch herzlich willkommen. Und ja, Leute, das waren jetzt tatsächlich alle meine Pferde auf den zwei Hauptaccounts. Ihr habt es sehr gut durchgehalten bis hier. Falls ihr noch da seid, schreibt mal rein. Ich habe es geschafft, bis zum Ende zu bleiben. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr bis hier geschaut habt. War natürlich eine lange Angelegenheit. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid jetzt mal wieder für einige Zeit versorgt mit einem Alle-meine-Pferde-Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Freut mich immer, wenn ich sehen kann, dass es euch auch gefällt. Und abonniert auch gerne kostenlos meinen Kanal. Das hilft mir einfach mega viel weiter. Und für euch ist es nur ein kostenloser Klick. Würde mich sehr, sehr drüber freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video oder Livestream wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Und ciao!